Beim Träumertreffen morgen werden wir ins Weihnachtsdorf gehen. Da werden wir einen Ausritt machen und das Rennen machen und die Mützen suchen und solche Sachen. Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Stable Online. Heute gibt es eine Postfolge, denn ich habe immer noch Post im Postkasten. Ich hatte ja Dienstag schon eine Postfolge gemacht und heute kommt noch eine von der Liv Tower Home. Hi Dama, ich habe dir schon das letzte Mal geschrieben, aber dir zu schreiben macht mir immer so ein Hab dich mega doll lieb. Ich hoffe, du mich auch. Danke, liebe Liv. Ich hoffe, ich werde auch mal ein lachender Träumer. Ihr seid echt ein toller Club und haltet immer zusammen, soweit ich weiß. Ja, meistens schon. Ich meine, manchmal gibt's Krach, aber das ist eher selten. Du bist einfach so nett, das kann man gar nicht oft genug sagen. Mach immer weiter so und bleib, wie du bist, denn du bist so perfekt, auch wenn ich weiß, dass du sagst, dass du nicht perfekt bist, für mich schon. Dankeschön, Liv. Ja, nee, perfekt bin ich nicht. Deine Videos werden nie langweilig. Ich finde es echt schön, dass du sagst, wer nicht im Club ist, ist trotzdem immer gerne zu den Träumertreffen eingeladen. Ja, natürlich. Also, wir haben immer gerne Gäste und ja, ist doch egal, in welchem Club man ist, man kann sich doch trotzdem gut verstehen. Das finde ich schon wichtig. Der 12-Stunden-Stream war der Hammer. Auch wenn ich jetzt nicht so der Movistar Planet-Fan bin, hat es mir sehr Spaß gemacht. Liebe Grüße, dein größter Fan Liffy und Happy. Dankeschön, Liv, für deinen Brief. Dann die Hanna. Hi Dama, ich möchte mich für die Warteliste der Dreamers anmelden. Liebe Grüße, Hanna. Liebe Hanna, ich schreibe dir jetzt mal zurück. Jetzt überschneidet sich das. Ich mache das jetzt, bevor das Club-Tagebuch rauskommt. Das heißt, jetzt bekommst du noch eine Absage. Das Club-Tagebuch war aber Donnerstag und ich nehme das vorher auf. Und das ist alles etwas Kuddelmuddel. Sobald im Club-Tagebuch gesagt wird, es sind Plätze frei, einfach Briefe schreiben. Hallo, ich würde gerne wieder in deinen Club und wollte deshalb wieder auf die Warteliste. Auch hier muss ich leider sagen, Alia, es ist leider voll. Es tut mir leid. Die Isabella. Hallo Dama, ich liebe deine Videos. Und ich weiß, das hast du schon so oft gehört, aber ich würde mich wirklich mega freuen, wenn ich in deinen Club könnte. Wie gesagt, momentan ist voll. Sobald Club-Tagebuch ist drauf, gucken auf das Video und da ist dann, da sage ich dann immer, ob Plätze frei sind, wie viel frei sind und da dann einfach nochmal an dem Tag schreiben. Wie gesagt, ich habe schon alles gekauft und besorgt, allerdings habe ich das Winteroutfit noch nicht und muss es noch besorgen, aber trotzdem schon mal danke im Voraus. PS, deine Isabel. Oh, das Winteroutfit könnte ich eigentlich jetzt tatsächlich mir mal in die Tasche packen. Wir haben nämlich im Club ein Winteroutfit. Ich weiß nicht, wie ihr das bei euch im Club macht, aber wir haben normalerweise was Kurzärmliches und da haben wir gedacht, im Winter ist das irgendwie doof, dann nehmen wir dann ein Winteroutfit. Das muss ich jetzt mir mal in die Tasche packen. Ich habe in der Tasche auch nur das normale Club-Outfit. Aurora! Hi Dama, ich habe eine Idee. Wir können doch, wenn der Schnee liegt, einen Christmas-Ritt machen im Weihnachtsklamotten und so. Ich wollte dich nur mal fragen. Ja, Aurora, wir werden auf alle Fälle beim Träumertreffen morgen werden wir ins Weihnachtsdorf gehen. Da werden wir einen Ausritt machen und das Rennen machen und die Mützen suchen und solche Sachen. Und da ziehe ich mich dann schon warm an. Ist mir sonst zu kalt. Ich finde das Weihnachtsdorf so cool, oder? Die Emily McClover. Hi Dama, wie geht's dir? Ich würde mich echt freuen, wenn du mich grüßen könntest. Emily, ich grüße dich. Hab dich ganz doll lieb, Herzchen. Ich kann keine Herzen machen. Also stell dir eins vor. Mach ich, Emily. Ich danke dir für deinen Brief. Vielen, vielen Dank. Atem Northlight. Du bist die Beste. Dankeschön, Atem. Die Kelly Crazy Park. Danke nochmal. Hier ist gerade eine Freundin von Kelly. Ich spiele mit ihrem Account. Sie hat sich voll gefreut, dass sie in deinem Video war. Wollte eigentlich nur Post gucken, aber danke von ihr und mir. Aber gerne doch, Kelly. Zack. Und die Julie Atemforest. Hi Dama, du bist so toll. Würde gerne in die Laughing Dreamers, aber erstens bin ich auf Server 3 und dort auch sehr glücklich. Das ist doch cool. Und zweitens, ich habe meinen eigenen Club, die Diamond Heroes Army, auch ein schöner Name. Oh, guck, Aida, hab dich lieb. Drittens, hab dich lieb. Ach so, und dann das. Julie aka Kartoffel, grüß bitte die Harley Proud Daughter, meine allerbeste Freundin. Ich grüß dich, Harley. Die Eva Atemforce, meine Schwester vom Namen. Und meine Helden der Diamond Heroes Army. Liebe Grüße an den ganzen Club.
Sehr nett. Guck mal, dieses Mal wird die Postfolge sehr kurz. Die Senge hat noch geschrieben. Hi Dama, ich bin's, Emi and Finny. Ursprünglich Nudeln und Sahne. Ursprünglich die Pinky Emi. War mit meinem Namen nie zufrieden, aber egal. Was ich sagen wollte, besser fragen wollte, ist, welches Pferd soll ich mir nach einem Easy kaufen? Zur Auswahl stehen Shire, Lipizzana, EV, Araber, Morgan und Mustang. Wäre cool, wenn du mir die Frage beantwortest. Ich finde von den Rassen am liebsten mag ich den Mustang. Also den finde ich am schönsten. Aber ich würde tatsächlich warten auf das neue Gebiet und ob da neue Pferde reinkommen. Weißt du nicht, dass du jetzt eins holst, dann kommt die neue Pferderasse und du denkst, oh no, warum habe ich das getan? Ich warte nämlich auch, deswegen level ich im Moment so wenig. Ich liebe deine Videos. Liebe Grüße, Emi. Fühl dich umarmt. Ich umarme dich zurück, Emi. Dankeschön. Dann die Anni. Hi Dama, ich wollte mal fragen, ob ein Platz auf der Warteliste frei ist. Ich habe den Club durch meine Freundin Lena Nightwell gefunden. Sie hat mir in der Schule von den coolen Reitunterrichten erzählt. Könnten ich und meine Schwester auch in den Club? Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir antwortest. Deine Annie Goldburn. PS, wollten uns über die Webseite bewerben. Das hat aber nicht funktioniert. Nein, die Webseite ist auch offline tatsächlich. Und das läuft sowieso alles über die Post, Annie. Also du hast es genau richtig gemacht. Das passt schon. Nur leider ist die Warteliste voll. Ihr braucht ja zwei Plätze. Bitte nicht vergessen, wenn ihr euch wieder bewerbt, ne, wenn das nächste Club-Tagebuch rauskommt und ihr euch bewerbt, bitte keinesfalls vergessen, eben dazu zu schreiben, dass du zwei Plätze brauchst. Nicht, dass dann du einen Platz kriegst und deine Schwester nicht. Das wäre doof. Und da ist ja schon der letzte Brief für heute von der Mariana Ponywolf. Und dann ist mein Postfach zippe-zappe leer. Ha! Kann ich wieder ganz viele neue Briefe kriegen. Hi Dama, du bist die beste YouTuberin, die ich kenne. Jeden Tag bringst du mich zum Lachen mit deinen Videos wahrscheinlich. Außerdem bringen sie mich auch in schwierigen Zeiten zum Lachen. Dankeschön, das freut mich sehr. Bitte hör niemals auf, Videos zu drehen. Mache ich nicht. Liebe Grüße, Mariana. PS, ich habe auch noch ein paar Fragen. Welches Pferd ist dein Lieblingspferd in deinem Stall in SSO? Die Haflinger. Mag ich aber beide gleich gern. Wenn SSO eine Rasse rausbringen oder remaken sollte, welche wäre es deiner Meinung nach? Ich hätte gern Shetland-Ponys und wenn sie keine Ponys mehr rausbringen, dann würde ich mich freuen, wenn sie die alten Jorvik-Ponys überarbeiten. Warum bist du eigentlich die beste YouTuberin der Welt? Oh, das ist ja Ansichtssache, ne? Ich kenne noch ganz viele andere coole YouTuber. Hast du schon mal den Club Silent Protectors gesehen in SSO? Und könntest du sie vielleicht grüßen? Ich grüße euch herzlich, ihr Silent Protectors. Ich glaube, ich habe den Namen schon gelesen. Ich bin aber nicht hundertprozentig sicher. So, das war sie. Die Postfolge für heute. Ich wünsche euch noch allen einen total tollen Samstag. Lasst es euch gut gehen. Morgen kommt dann nämlich das Outfit of the Week. Ich hoffe, da schaltest du auch wieder ein. Bis dahin, alles Liebe dir. Lass mir gerne ein Abo da und über ein Däumchen freue ich mich sehr. Bis dann. Ciao, deine Damakasch.